Hallo und herzlich willkommen, hier ist HafenTV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ab heute gibt es bei uns in der Sendung eine neue dreiteilige Serie, in der wir im wahrsten Sinne des Wortes den Hamburger Hafen richtig auf den Grund gehen, denn wir beschäftigen uns mit den Sedimenten und stellen uns die Frage, warum wird denn immer wieder, wie man es hier wunderbar sehen kann, bei uns im Hamburger Hafen regelmäßig gebaggert, was passiert mit dem Material und wo werden die Sedimente dann umgelagert. Das alles und noch für mich ab heute in unserer neuen Serie. Teil 1 beschäftigt sich, wie Sie sehen können, mit dem Peilen und dem Baggern. Gewaltige Mengen Sand, Mergel und Geröll werden vom Grund der Elbe ans Tageslicht befördert. Diese großen Baggerschiffe sind für die Wassertiefeninstandhaltung zuständig. Ein gewaltiges Wort, aber mit einer einfachen Bedeutung. Genauso wie an Land Bauwerke, Parks und vor allem Straßen regelmäßig gepflegt und gewartet werden müssen, verhält es sich auch auf dem Wasser oder besser gesagt darunter. Ohne regelmäßiges Ausbaggern würden die Hafenbecken und die Fahrrinne versanden. Große Schiffe könnten dann nicht mehr nach Hamburg gelangen. Bis zu 5 Millionen Kubikmeter Sediment lagern sich jährlich am Grund der Elbe ab. So eine vorsichtige Rechnung der HPA-Experten. Sedimente sind ja kleine Bodenteilchen, die von der Strömung des Wassers mitgenommen werden. Und wenn die Strömung kentert, also wenn sie anhält, dann sinken die Teile zu Boden. Und je stärker die Strömung ist, desto mehr wird mittransportiert. Und hier in Hamburg kriegen wir aus zwei Richtungen Sedimente, nämlich einmal aus dem Einzugsgebiet der Elbe, von oben, die der Fluss mitbringt, aber auch aus dem Mündungsgebiet der Elbe kriegen wir einen Stromauftransport von Sedimenten, was uns hier eben ganz erhebliche Sedimentmengen in Hamburg auch beschert. Von der Elbmündung her gelangt eher feiner, sehr gering belasteter Sand als Sedimentablagerung in den Hafen. Häufig werden feinsandige Ablagerungen vom Grund regelrecht abgesaugt und in den Bauch dieses Schiffes gepumpt, in einen sogenannten Hopperbagger. Dieses leichte Sediment-Wasser-Gemisch kann zur Verfüllung oder Sandvorspülung wiederverwendet werden. Letzteres geschah hier am Veitelsteiner Ufer. Vom Oberlauf der Elbe, dem Elbe-Einzugsgebiet, gelangen schwerere, eher tonhaltige Sedimente nach Hamburg. Diese weisen zum Teil eine stärkere Belastung mit Schadstoffen aus. Bevor wir mit den Sedimenten umgehen, werden sie beprobt. Und wenn die Kontamination eben nicht zu hoch ist, dann können die Sedimente auch im Gewässer umgelagert werden. Zum Beispiel auf Höhe von Nesssand. Oder wir haben auch in den vergangenen Jahren ja teilweise Sedimente in der Nordsee, etwa 20 Kilometer vor Helgoland, umgelagert, um einfach dieses Sedimentinventar hier im oberen Teil der Tide-Elbe zu reduzieren. Wo im Hafen gebaggert werden muss, also welche Bereiche wieder auf Tiefe gebracht werden müssen, finden diese Hightech-Schiffe heraus. Es sind Vermessungsschiffe der HPA. Zur Depenschrieberflotte gehören 4 Schiffe. Wir begleiten die HPA-Vermessungsspezialisten Thomas Thies und Thomas Rahlmann sowie Schiffsführer Jörg Völsch auf einer Messfahrt zu einem Baggergebiet. Zuerst geht es aber unter Deck. Wir sind hier im Herz des Vermessungsschiffes. Hier befindet sich die Rechneranlage, wo alle Daten, die wir erfassen, zusammengeführt werden. Also wir besitzen in so einem Vermessungsschiff sehr viele Sensoren. Das ist zum einen die GPS-Anlage. Die liefert uns Zentimeter genau die Position des Messschiffes. Dann haben wir, wie gesagt, den Bewegungssensor, der die Lage des Schiffes im Raum bestimmt. Und eben vorne am Bug montiert das Fächerecholot. Und all diese Daten werden zeitgestempelt zusammengeführt. Und am Ende haben wir für jeden Zentimeter auf dem Boden eine Koordinate und eine Tiefe. In unserem Fall nimmt das Vermessungsboot eine Zwischenpeilung vor. Das dient der Crew des Baggerschiffs zur Kontrolle. Die Aufgaben eines Vermessungsschiffes erklärt uns Thomas Thies anhand des sogenannten Unterhaltungskreislaufes. Und durch die Vorwärtsbewegung des Messschiffes erfassen wir flächenhaft den gesamten Gewässergrund. Und die Ergebnisse dieser Peilung landen dann zum einen in Peilplänen, zum anderen können wir auch Differenzenpläne erzeugen, die darstellen, wie stark weicht die Realität von der Solltiefe ab? Okay. Wo muss gebaggert werden? Und diese
Differenzenpläne dienen der Baggerabteilung, dem Sedimentmanagement dazu, besser die Bagger zu steuern. Die werden dort eingesetzt. Verschiedenste Geräte, Hopperbagger, Eimerkettenbagger, hier ist der Odin, Wasserinjektionsgeräte, stellen die Solltiefe wieder her. Und das muss natürlich kontrolliert werden, ob das von Erfolg gekrönt war oder eben nicht. Und das detektieren wir dann wieder durch eine erneute Peilung. Und das ist dieser Kreislauf. Peilen, baggern, Veränderungsprozesse durchlaufen den Hafen und wir detektieren dann kontinuierlich die Veränderung. Doch bevor die Gewässergrundvermessung mit dem Echolot beginnen kann, kommt diese Sonde zum Einsatz. Das ist die Schallgeschwindigkeitssonde. Das ist im Prinzip ein kleines Echolot. Hier ist der Lautsprecher dieses Echolotes. Und das Echolot misst konstant diese Strecke. Ja. Und vergleicht die gemessene Strecke mit dieser Referenzstrecke und ermittelt daraus die Wasserschallgeschwindigkeit. Und das wird jetzt zu Wasser gelassen? Und diese Sonde lassen wir jetzt zu Wasser, ganz langsam und kontinuierlich, alle halb Meter wird die Wasserschallgeschwindigkeit bestimmt. Die Bestimmung der Wasserschallgeschwindigkeit muss vor jeder Tagespeilung durchgeführt werden. Nur mit diesen Daten kann das große Echolot exakt arbeiten und der eigentliche Vermessungsvorgang losgehen. Wir fangen an, danke. Mit wem haben Sie gerade Kontakt aufgenommen, mit wem sprechen Sie? Und vor allem, was besprechen Sie? Ich habe jetzt mit dem Baggerschipper gesprochen, der ist aus dem Fahrwasser rausgegangen, eine Seite. Und jetzt fangen wir an, das Baggerfilter zu peilen. Ich muss auf die Wassertiefe achten. Und ich kriege vorne eine Linie vorgezeichnet. Mhm. Ich muss das Schiff auf Null halten, auf dieser Linie. Ja. Und habe mit dem Bagger das abgesprochen, dass er aus dem Feld rausgeht und fahre jetzt langsam los. Und dann peilen wir das Gebiet dann, wo wir den Auftrag gekriegt haben. Das Echolot scannt fächerförmig den Elbboden ab. 240 Einzelmesswerte laufen kontinuierlich in den Computer ein. Dadurch lässt sich eine genaue Tiefenkarte zur Bodenstruktur und Beschaffenheit berechnen und erstellen. So, das Werk, zumindest für heute, ist sozusagen vollendet. Was sehen wir auf dem Monitor? Jetzt haben wir das abgefahrene Gebiet und wir sehen hier, das ist der Bereich, in dem der Bagger Odin gearbeitet hat. Mhm. Und das sind hier Flächen von anderen Baggergeräten. Können Sie die Farben nochmal erklären? Was bedeutet die blaue Farbe? Was bedeutet die? Die Farben sind hier. Es gibt eine Legende. Das geht vom Tiefen irgendwie bei 17 Meter ist hier draußen im Fahrwasser. Geht das bis ins Grüne 6 Meter und Gelbe dann nur noch 2 Meter. Das sind jetzt nur die reinen Rohdaten. Ich werde jetzt noch ein paar Tiefenzahlen reinrechnen und dann einen Plot erstellen und den bekommt der Odin. Also diese Karte mit den Tiefenmessungen bekommt der Baggerführer. Das sieht sehr gut aus. Das ist eher eine 1+. Wir verlassen das Vermessungsschiff und seine Crew und setzen über zum Baggerschiff Odin. Hier treffen wir HPA-Betriebsinspektor Stefan Albrecht. Auch die Karte vom Peilschiff ist bereits an Bord. Und wenn wir dann die Zwischenpeilung sehen, dann haben wir hergestellt 10,50 Meter, 10,70 Meter, 10,70 Meter, 10,50 Meter. Also ja. Er ist in der Toleranz. Ja. Und das sieht gut aus. Wenn wir das alles so abgearbeitet bekommen, dann sind wir zufrieden. Exakt arbeiten mit einer geringen Toleranz. Nicht ganz leicht beim ständigen Wechselspiel von Ebbe und Flut. Das sind jetzt die Seitenwinden. Er hat einen Flutanker, einen Ebbanker und 4 Seitenwinden. Backbord und Steuerbord jeweils vorne und Achter. Und jetzt hieft er praktisch den Bagger so rüber. Und währenddessen läuft ja die ganze Zeit die Eimerleiter. Deswegen schält er das praktisch, das Material ab. Und deswegen wird die Baggerung auch so sauber. Für die schwereren, tonhaltigen Sedimente ist das Baggerschiff Odin der Spezialist. Wir können noch mal ganz gut die Funktionsweise des Odins sehen. Erläutern Sie doch mal. Also die Eimer gehen dort hoch und dann wird es links und rechts in die Schuten verteilt. Richtig, oben ist eine Wechselklappe, je nachdem, auf welcher Seite er beladen will, wo die Schute liegt. Und dann stellt er die Wechselklappe ein und dann rutscht das durch die Sput in die Schute rein. Die Eimer fassen einzeln jeweils 650 Liter, etwa 5-mal so viel, wie in eine Badewanne passt. An den Containerliegeplätzen hier im Hamburger Hafen gibt es ja die sogenannten Bevorratungsrinnen. Ja. Was genau steckt dahinter? Was heißt das? Was da genau dahinter steckt, diese Rinnen, die haben wir gebaggert am Predöl-Kai.
Die haben wir gebaggert am CTT, Container Terminal, toller Ort, und bei CTA. Und wir haben im Abstand von 80 Meter einen Graben gezogen, ca. 40, 50 Meter breit und so lang wie die Kai ist. Das nennen wir eine Bevorratungsrinne. Das hat sich sehr gut bewährt, speziell Bredölkai im Waltershofer Hafen. Dort ist immer sehr viel Schiffsverkehr. So, und wenn Sie jetzt da durch Schraubenwasser durch, wenn die Schlepper irgendwo was aufwirbeln, ob das Sand oder Schlickablagerungen sind oder so, wenn Sie da erst mit dem Seilgreifbagger kommen oder Hydraulikbagger, bis der ausgelegt hat, bis der das gebaggert hat, das dauert ewig. Und dann haben wir ein Planiergerät, unseren Otto Stockhausen, und mit dem ziehen wir dieses Sediment, das können nur leichte Sedimente sein, in diese Rinne rein, ja, Sand oder Schlick. Und wenn diese Rinne, die wird regelmäßig gepeilt, und wenn die voll ist, dann kommt ein Hoverbagger und lutscht das praktisch wieder raus. Das Baggergut mit den eher schwereren, tonhaltigen Sedimenten ist leicht mit Schadstoffen kontaminiert. Es muss gesondert behandelt werden. Dafür legt der Schutenverband ab und fährt zu einer Saugstation der HPA in den Dradenauhafen. Inzwischen sind wir auf der HPA-Saugerstation angekommen. So, wir werfen mal einen Blick da drüben hin. Das ist nämlich die Schute, mit der wir rübergekommen sind. Ja. Sehen wir irgendwelche Veränderungen da mit den Sedimenten? Nee, da ist nichts. Nee, da ist jetzt alles oben das Wasser drauf, aber das werden wir gleich sehen, wenn die Schute leer gesaugt wird. Ja. Dann wird noch Zusatzwasser dazu gegeben und dann sehen Sie, wie das Material aufgelockert wird und wie das alles rausgesaugt wird. Ein riesiger Saugstutzen und ein Wasserwerfer, der das Baggergut zum Sauger hin dirigiert, kommen zum Einsatz. Herr Albrecht, können Sie kurz zeigen, was genau sehen wir jetzt hier vorne oben auf dem Wasser? Was kann man gut erkennen? Jetzt sieht man natürlich, dass das obere, beim Baggern kommt ja viel Wasser. Sie haben eben nur Wasser gesehen. So, der Sauger saugt das ja jetzt weg und jetzt kommen eben mehr so die Sedimente zum Vorschein. Jetzt können Sie schön die Kante sehen, wo das Material liegt, durch das Zusatzwasser jetzt aufgelockert wird. Ja. Damit der Sauger, der Rüssel das besser wegsaugen kann. Was ich wirklich erstaunlich finde und nicht damit gerechnet hätte, das ist ja eine unfassbar hohe Geschwindigkeit, die hier gearbeitet wird. Ja, das muss auch sein, sonst wären wir nicht effektiv. Etwa 15 bis 20 Minuten benötigt dieser Sauger, um bis zu 600 Kubikmeter Sedimente einzusaugen. So, liebe Zuschauer, wie Sie sehen können, die Schute ist fast durch und auch wir sind am Ende der heutigen Sendung. Das war Teil 1 unserer neuen Sedimentserie hier bei Hafen TV. Thema heute war das Peilen, das Baggern. Wir werden natürlich für Sie, liebe Zuschauer, die Abläufe weiter verfolgen und Ihnen in der nächsten Folge zeigen, wie die Sedimente in den Anlagen der Meter aufbereitet werden und wo sie dann anschließend gelagert werden. Das sollten Sie nicht verpassen. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.